Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet. Die rekordverdächtigen Niederschläge durch den Hurricane diese Woche kommen bis morgen früh zum Ende, während der Sturm weiterzieht. Draußen im Golf suchen Rettungscrews derweil die Küsten nach einem vermissten Schiff ab. Nähere Infos über diese Suche in Kürze. Wie Sie wissen, haben die massiven Niederschläge der letzten Tage viele Bewohner in einigen der Gemeinden knietief im Hochwasser gelassen. Auf dem Wetterradar sehen wir, wie der Sturm gen Nordosten zieht und sich dabei abschwächt. Und bis morgen früh sollten wir in das Neues über den Schaden vom Sturm? Sagen Sie nichts drüber. Marguerite. Mach auf! Hab noch eine. Ungewöhnlich. Oh. Oh, sie ist so jung. Ja, wie geht's dem anderen Gast? Sie schläft, das arme Ding. Lassen wir sie. Sie können ein paar Tage hier unterkommen, bis wir sie in die Stadt bringen können. Zoe, hol ein paar saubere Klamotten aus der Waschküche. Oh, sieht aus, als hätte es eine Ölpest oder sowas gegeben. Geben wir dem armen Mädchen saubere Klamotten und ein warmes Bett. Sie kann in Lucas' altes Zimmer. Ach Mann, kannst du sie nicht woanders unterbringen? Lucas, sei still. Du benutzt das Zimmer schon lange nicht mehr. Ich wollte schon immer eine Pension leiten. Es ist eine Chance, was? Bring sie ins Bett. Ich mache eine Suppe fertig. Eine echte Suppennacht, meinst du nicht? Entschuldige, Lucas. Da sind saubere Klamotten in der Waschküche, Schatz. Geh und bring dem Mädchen saubere Kleidung. Schatz, bitte mach sie sauber und zieh ihr trockene Sachen an. Ich muss mir das Bootshaus ansehen. Es stand schon halb unter Wasser. Ja, Daddy. Okay, Kleine. Machen wir dich sauber. Sie gehören mir. Was? Daddy? Ist der Strom ausgefallen? Hat ein Blitz eingeschlagen?
das kleine Mädchen hin? Was war das? Lucas? Was ist passiert? Bist du in Ordnung? Aber so wunderschön. Was zum Teufel ist hier los? Ich weiß. Ganz genau. Alle sind willkommen. So viel. So. Mama, bist du das? Zoe, komm und schau. Schau ihre Gabe an. Schau all die Hübschen an, die meine Kleine hier gesehen hat. Oh Gott! Fisch mich, Lisa! Was zum Teufel? Geh zur Garage! Hol ein Seil! Jetzt los! Unterwegs, Daddy. Es ist viel schlimmer, als es aussieht. Sauberkeit kommt gleich nach Gottes Wort. Deine Mutter ist gerade nah dran, ihn zu treffen. Sie will, dass ich das mache. Ich muss ihr zeigen, wie er lebt. Sie will, dass wir ihr alle unsere Liebe zeigen. Daddy! Du willst sie doch nicht enttäuschen, oder? Das dürfen wir nicht. Von wem redest du da? Deiner neuen Schwester Evina. Wenn ich nach einem Seil frage, erwarte ich ein Seil. Ich muss dir wohl eine Lektion erteilen. Daddy, was ist endlich gefahren? Solange du unter meinem Dach bist, tust du, was ich sage. Hörst du? Geh weg! Verdammt! Daddy!
Ich habe keine Zeit. Wie ich immer sage. Komm raus und triff sie, Zoe. Zoe! Zoe! Tut mir leid, ich weiß nicht, was mit mir nicht stimmt. Geh bloß weg! Fass sie nicht an! Tu meiner Familie nichts! Ich verstehe nicht, Mama, was ist los? Her! Nimm ihn! Nimm ihn! Geh! Du bist nicht schlau genug, dich vor mir zu verstecken. Zoe, ich habe nach dir gesucht. Komm schon. Was? Diese Verfeckte verlässt uns? Willst du nicht deine kleine Schwester treffen? Jetzt bist du einfach unhöflich.
Hasse nichts mehr als Unhöflichkeit. Thank you.